Gut, hier ein kurzes Erklärungsvideo zu quadratischen Funktionen oder erstmal zu den wichtigsten Funktionen. Dazu habe ich hier euch mal eine typische quadratische Funktion gezeichnet oder vielmehr zeichnen lassen. Quadratische Funktionen oder auch Parabeln genannt. Die Funktionsgleichung, die zu dieser Parabel gehört, kann ich hier kurz mal anzeichnen. Sy ist gleich x plus 2 zum Quadrat minus 3. Man kann das sehr einfach schön ablesen, aber das lernt ihr Stück für Stück noch, wie das geht. Gut, nun zu den wichtigen Punkten. Also, als erstes fangen wir vielleicht mit dem an, was ihr von den linearen Funktionen auch noch kennt. Die Funktion hat ihr einen y-Achsenabschnitt. Gut, y-Achsenabschnitt ist immer da, wo sie die y-Achse schneidet. Also wenn das hier die y-Achse ist, das hier die y-Achse und das die x-Achse, dann bedeutet das, dass der Wert für x gleich 0 sein muss. Erhalte ich also einfach, ich wechsle mal kurz die Farbe, wenn ich für x 0 einsetzen würde, dann hätte ich 0 plus 2 macht 2 zum Quadrat macht 4. Minus 3 macht 1. Das heißt, der y-Achsenabschnitt muss auf 1 liegen. Gut, der nächste unbedingt wichtige Punkt einer solchen Parabel ist der sogenannte Scheitelpunkt. Scheitelpunkt, das ist der Punkt, wo sie sozusagen die Richtung wechselt. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr stellt euch mal praktisch in diese Richtung auf die Parabel drauf, dann geht ihr hier runter, hier runter, hier runter, hier runter und irgendwo hier unten ist ein Punkt erreicht und ab da geht es wieder rauf. So, ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Und dieser Wendepunkt hier unten, da wo die Richtung geändert wird, das ist der sogenannte Scheitelpunkt, häufig mit S bezeichnet. Okay, das ist so wohl der wichtigste Punkt dieser Parabel. Und das Schöne ist, wenn ich die Parabelgleichung in der Form, wie sie hier oben angegeben ist, vorliegen habe, dann kann ich den Scheitelpunkt einfach direkt ablesen. Das mache ich auch nochmal in einer anderen Farbe. Moment, ich nehme das hier mal kurz weg, das brauchen wir gerade nicht. So, und zwar habe ich einmal hier einen Wert direkt bei dem x, die plus 2 und der Scheitelpunkt, da muss ich einfach das Vorzeichen umkehren. Also in dem Fall, wo hier ein Plus steht, schreibe ich hier ein Minus, würde da oben hier ein Minus stehen, minus 2, dann würde ich jetzt hier unten plus 2 schreiben. Aber so steht hier oben plus 2, das heißt, der Scheitelpunkt, die x-Koordinate des Scheitelpunkts liegt bei minus 2, also das ist die x-Koordinate zur Erinnerung. Und die y-Koordinate, die kann ich hier hinten einfach ablesen. Die liegt bei minus 3. Das kann ich hier in der Zeichnung auch sehr schön überprüfen. Ich gehe minus 2 in x-Richtung und dann minus 3 in y-Richtung und habe meinen Scheitelpunkt. Deswegen fiel es mir eben auch so leicht, zu der gegebenen Parabel, die hier eingezeichnet ist, mal ebenso hier die Funktionsgleichung aufzustellen. Achso, hier ist der y-Wert. Gut. So, das denke ich mal ist eigentlich ganz einfach. Was jetzt vielleicht noch wichtig wäre, die Nullstellen. Nehme ich nochmal eine neue Farbe. Das sind die Punkte, kennt ihr vielleicht noch von den linearen Funktionen, wo die Funktion jeweils die x-Achse schneidet. Das heißt, ich muss y hat den Wert 0 an dieser Stelle. Die Nullstellen, wie ihr die berechnet, da kommen wir später noch drauf zu. Wichtig ist nur, das sind halt auch wichtige Punkte der Parabel. Nullstellen sind immer wichtig, weil sie eine gewisse Aussagekraft haben, aber da kommen wir auch nachher in unserem Projekt
mit den Umsatzfunktionen und Einnahmenfunktionen und Gewinnfunktionen und sowas noch dazu. Okay, habe ich irgendwelche Punkte vergessen? Okay, eine kleine Sache vielleicht noch, es ist kein Punkt, aber was wichtig ist bei der Parabel, das hier ist eine sogenannte von der Öffnung her, also wie weit das hier auseinander geht sozusagen. Von der Öffnung her ist es eine Normalparabel, die könnte ja auch, ich nehme nochmal eine andere Farbe, die könnte ja auch hier so wesentlich weiter geöffnet verlaufen oder auch enger geöffnet verlaufen, obwohl sie den gleichen Scheitelpunkt hat. Und die Öffnung, die wird deutlich gemacht durch einen Faktor, den ich hier davor schreibe. Den habe ich jetzt hier weggelassen, um das Ganze nicht noch komplizierter zu machen. Also, wenn wir noch mal kurz zusammenfassen, was sind die wichtigen Punkte der Parabel? Da habe ich als erstes also den Y-Achsenabschnitt. Dann habe ich ganz wichtig den Scheitelpunkt. Und dann habe ich natürlich noch die Nullstellen. Wobei ich die nicht immer habe. Mal habe ich zwei, mal eine, mal auch gar keine. Das hängt da von der Lage der Parabel ab, wenn wir nochmal hier zurückgehen. In diesem Fall ist es ja so, dass der Scheitelpunkt unterhalb der X-Achse liegt und die Parabel nach oben geöffnet ist. Ich kann die Parabel auch nach unten öffnen. Das ist mal so. Ich zeichne das hier mal eben. Also wenn ich hier mein Koordinatensystem habe, dadurch, dass ich einfach vor dem x ein Minus mache, dann habe ich die Parabel nach unten geöffnet. Und entweder liegt der Scheitelpunkt genau auf der x-Achse, dann habe ich halt nur eine Nullstelle. Oder es liegt sogar unterhalb der x-Achse. So. Oder aber die ist nach oben geöffnet und der Scheitelpunkt liegt unterhalb der x-Achse. Dann habe ich natürlich gar keine Nullstelle. Gut. Aber das sind die wichtigen Punkte meiner Parabel. Vielleicht kann ich noch als Zusatzpunkt hier dazu nehmen, in Klammern, weil es ja kein wirklicher Punkt, aber was noch wichtig ist, ist die Öffnung. Was sich ausdrückt durch den Faktor vor dem x². Gut, und zum Schluss noch eine kleine Aufgabe für euch. Gut, hier die erste Aufgabe zeichnet diese Funktion und bestimmt alle wichtigen Punkte dieser Parabel oder dieser quadratischen Funktion, wobei ihr die Nullstellen bitte noch nicht berechnen sollt, sondern nur einzeichnen sollt. Als zweite kleine Aufgabe gebe ich euch diese Funktionsgleichung vor und ihr sollt mir, gebe ich euch diese Parabel vor und ihr sollt mir bitte die Funktionsgleichung bestimmen. Die wichtigen Punkte einzeichnen und auch benennen. Die Nullstellen, wie gesagt, sind hier ja gar nicht vorhanden. Okay, viel Erfolg. Bei Fragen gerne noch zu mir.